Podcast gehabt. Mein Name ist Wolfgang Tschiedl, ich bin Geschäftsführer der Firma Diplom-Ingenieur Frühwald und Söhne, eine der ältesten Rehabilitationstechnikfirmen in Wien, Familienbetrieb, der knapp 100 Jahre alt ist und sich mit Rollstühlen vorwiegend Rehabilitations- und Medizingerätetechnik beschäftigt. Mein Name ist Julian Pascher, ich arbeite hier als Medizingerätetechniker und bin jetzt im März ausgelernt. Am Beginn der Lehre bist du mal in der Mechanik und fangst vom Grund auf an. Danach bist du eben in der Elektronik und lernst da ein bisschen was über Rollstühle, Elektrorollstühle. Und am Schluss bist du in der Orthopädie und hast dort Kindersitzschalen und Prothesen. Ich glaube, dass das Arbeiten bei uns im Betrieb deswegen sehr spannend ist, weil man direkt mit den Personen und den betroffenen Menschen arbeitet. Man hat Personen, die ganz besondere individuelle Bedürfnisse haben und die zu erfassen und dann technisch umzusetzen, ist das Spannende, das unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tagtäglich vollbringen. Also mein Lehrlingshighlight war auf jeden Fall das Praktikum im AKH. Da war ich 3 Wochen. Da hat man wirklich den kompletten Arbeitstag von den Medizingerätetechnikern dort mitbekommen. Wir erwarten, dass jemand sorgfältig arbeiten kann, dass er natürlich technisches Interesse und Verständnis hat und dass er den Umgang mit den Betroffenen auch schätzt und denen mit offenen Armen sozusagen entgegentritt. Für mich macht es sehr besonders, wenn man irgendeinen Wunsch hat, dass ein der Themenbereich sehr interessiert, kann man auf Schulungen fahren. Ich hatte schon so viele Schulungen. Jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin bereichert den Betrieb. Daher bereichern natürlich auch die Lehrlinge als jüngste Mitglieder der Familie den Betrieb. Und es ist natürlich auch unsere Aufgabe, die Jugend auszubilden.